Weißt du, damit wir die nächsten Forschungsstufen halt machen können, wäre es halt ziemlich nice, damit wir zumindest hier auf MK3 Bänder kommen. Und dann können wir das mit der Planung halt schon direkt besser hinbasteln. Ja. Das sollte gehen eigentlich. Genügend verstärkte Platten habe ich. Muss ich nur gucken, was brauche ich denn für... kann ich das nochmal nachgucken. N war das, ne? Rotor. So, was braucht Rotor? Stangen und Schrauben, ja, davon habe ich ja genug. Du kannst dir den auch so reinziehen, dass du den in der Auswahl hast, so dass du sagst, ich brauche so und so viel Rotoren bauen, ne? Hm. Und dann weißt du genau, wie viel du brauchst. Da haben wir sie doch. Ist aber nicht schlimm. Stelle ich das jetzt einfach neben das Ding, wo die verstärkten Platten stehen. Na, stelle ich daneben. Mach mal. Ups. Ohne Platte. Okay, der craftet jetzt schon mal. Das haben wir dann relativ schnell. So schon, ne? Braucht er 2 pro Minute, ja, braucht er. Okay. Oh, geht ein bisschen Zeit drauf. Ja, das ist eben, ne? Ist eben da so, an Anfang braucht er ein bisschen. Dann kommt es ja auch drauf an, was er für Materialien braucht, ne? Hm. Auch ein bisschen mehr. Strom abzweigen. So.
Nee, da bin ich falsch. Was bin ich denn da? Ich lasse das Betonlager jetzt mal, oder ja, Betonlager leerlaufen. Ja. Das ein, ne? Ja. Bin auch so weit, dass ich die Fabrik dann gleich mal anstupsen kann. Muss jetzt nur noch die Verbindungen bauen von dem ein Lager, von dem ein Zement. Meiner. Jo. Soweit habe ich aber hier aufgeräumt und geräumt. So. Boah. Unglaublich, wie viel Beton ich hier brauche. Ja, es ist, wenn du ein bisschen größer baust, ne? Mhm. Schlimm. Ja, dann brauchst du immer ein bisschen mehr, ne? Also ist leider. Leider so. Aber es nimmt Form an, das ist immer das Schöne. Deswegen. Das macht ja auch dann den Reiz dieses Spiels aus, dass du alles so, ja, so effizient baust und gestaltest und rechnest und tust. Deswegen, das finde ich auch so schön. Und da kann man richtig viel, das macht so ein bisschen die Spielfreude hier aus. Und sich auch ein bisschen selbst mal was, auch was überlegt, vielleicht um anders zu bauen. Deswegen, das versuche ich auch mal. Ich gucke mir mal auch mal was an. Versuche aber auch ein bisschen so meine eigenen Entwicklungen zu machen. Ja. Ja, klar. Muss ich auch selber weiterentwickeln. Genau, ne? Also das, und du hast es vielleicht dann. Von dem, unserem Stromgebäude aus, kommt man jetzt auch auf die Betonfabrik drauf oder eher nicht? Ja, im Moment kommst du rauf, aber es ist eben eher so ein mäßiger Übergang, der mir selber nicht gefällt. Deswegen möchte ich das eigentlich einmal umbauen, dass es eben an das Raster, also an unser, ich sag mal, Hauptraster ranpasst. Ja, ich gucke das gleich an. Etage kommst du ran, kannst du es mal angucken. Ich würde nur eben die Generatoren mal wieder neu auf. Genau. Ich habe das hinten in der Ecke dann einmal gemacht. Ja, also alle aufgefüllt. Das läuft. Dann gucke ich mir das an. Aha. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, ne? Also
ich würde es eben da, wo es ist, eigentlich lassen. So nach dem Motto, nur dass so eben, dass man das ein. Guck mal. Aber rein theoretisch musst du es nicht mal. Du musst es eigentlich gar nicht richtig abreißen. Rein theoretisch. Wenn du. Ja. Wo bist denn du gerade? Ich bin unten. Ich komm mal hoch. Ja. Wenn du das als Gebäude nämlich lässt, einfach nur. Genau nur die Länge hier. Also nur diese Reihe hier. Ne? Die komplette Seite. Also das. Den kompletten Kasten hier, dem abreißt. Und die Mauer hier runter machst. Ne? Ja, dann sind sie nicht verbunden. Genau. Das könnte man auch machen, ne? Also das kann man. Das spart dir halt Arbeit. Ich dachte, man könnte es verbinden. Dann hat man zwei Fabrikgebäude nebeneinander. Also, ne, kannst du auch machen. Also kannst du auch machen. Das ist halt mehr Arbeit, ne? Das ist mehr Arbeit. Vielleicht mache ich mir die Arbeit. Ich guck mal, ne? Also erstmal versuche ich das hier zum Laufen zu bringen. So, hier stellt noch gar kein Beton her, ne? Nee, noch nicht ganz. Ich bin aber kurz davor. Also das, ne? Okay. Ups, jetzt bin ich runtergesprungen, obwohl ich nach oben was machen musste. Boah, haben wir viel Biomasse, ey. Das Ding ist voll mit Bio-Ding. Ja, das ist gut. Also unten das Lager ist voll und oben das Ding ist auch voll. Das ist gut, dann hat man ja ein bisschen was, ne? Ein bisschen Spielraum, ja. Ja, habe ich eigentlich für meine Kettensäge mir... Ja, habe ich einen Stapel, habe ich mir genommen und bin ganz zufrieden. Ich habe nämlich vergessen... Oh, wenn man nicht richtig guckt. Ja. So, aber dann baue ich jetzt mal. MAM war doch das Ding zum Forschen, ne? Ja. Genau, das setze ich jetzt mal vor's ab. Dazu brauchst du aber auch Materialien, die du einfach mal wegschmeißen kannst, ne? Also, das ist das Problem dabei. So, den Schredder haben wir auch noch nicht. Den brauchen wir aber nur für den Shop, ne? Ja, da sind aber, glaube ich, die Wände mit dabei, die du... Verstehst du? Nee, das ist beim ganz normalen Forschen die Wände, die ich meine. Ja? Mhm. Okay, dann habe ich mich da vertan. Ich dachte, die wären nämlich in diesem Shop da, wo du die Tickets brauchst und da musst du die kaufen. Nee. Billy. So, was? Da habe ich mich dann vertan. Mal, was wir damit jetzt machen können. So, Alien-Organismen, ja. Starten. Ist super schnell fertig. Ja. Tätigen. New recipe unlocked. New research available in the MAM. Was 2000 Draht für Inventarkapazität Vergrößerung plus 6 Inventarplätze. Oh ja, das ist schon ziemlich nice. Ja. Emulator kann ich nicht machen. Okay, dann brauche ich Draht gleich. Und die Alien-Dinger habe ich auch nicht mehr. Nee. Okay, nee, guck ich erstmal bei Cadmium. Nee, Caterium. So. Das waren ja nur 60 Muster mehr. Naja, kommt gleich. Gut. New resource added to the resource scanner. So, Caterium finden wir jetzt auch schon mal. Hier ist das Caterium aber blöd. Also, so wie ich das noch weiß, ist es nicht schön, da ranzukommen. So, in 5 Minuten kriegen wir das an. Wir auch. Pilze haben wir bisher nicht gefunden. Energieschnecken habe ich auch noch eine. Da haben wir sogar 6 Energieschnecken. Haben wir auch. Okay, 4 Minuten 26 für die nächste.
Dann kann ich mal weiterbauen. Ja. So. Ja. Gut. Dann. Genau, was war denn das da unten eigentlich? Jetzt muss ich mal gucken, wie sieht's hier aus? Ich glaube, ich habe hier noch eine Kupferader, wo auch schon Miner draufsteht. Oder das ist eine Eisending. Das kann es natürlich auch sein. Hm. So. Dann haben wir das so. Ah, nee, auch Eisen und auch rein. Das habe ich. Vielleicht zweimal Eisen mit rein. Das ist echt gut. Ja. Ne? Definitiv, ey. 180 hast du gesagt, ne? Kommt raus. Normalerweise. 120 kommt raus. Ne, 30, 60, 120. Ja. Bei meiner 1, ne? Also. Genau. Genau, 120. Das heißt, ich habe schon mal 240 nur dadurch. Das ist schon mal schon krass. Also schon, damit kann man gut was anfangen, ne? So, ich versuche jetzt mal die. Das Fließband hier endlich zum Laufen zu kriegen. So. Nicht ideal, aber. Also, warum? Ach, ich habe vergessen, die Fabrik anzuschließen. Würde sogar genau passen. Hm. Das ist sehr schön. Also, jetzt hoffe ich, dass das halbwegs funktioniert und mir nicht in die Hose Grütze geht. So. Ah, das war scheiße, Bann. Genau. Erstmal die Miner angeschlossen wieder. Der eine lief ja wieso die ganze Zeit, aber hat ins Leere produziert in dem Sinn oder auf dem Fließband, was noch nicht angeschlossen ist. Aber das wird jetzt getätigt. Er sagt, steil, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch nicht sein. Was denn? Ja, schon gut. Eben. Nicht so steil. Hey, mir fehlt 3 Meter, ey. So ein Scheiß. 3 verdammte Meter. Machen? Nee. Hm? Bin ich verbunden. Jetzt fängt er an zu meinen.
Naja. M1-Band? Nee. Und MK2, oder? Ja. Hm? Ja, ich habe direkt die MK2-Bänder jetzt verwendet. Ja, ist ja auch kein Problem. Ich frage mich nur, warum er das Band hier nicht bauen will. Hm? Ungültiges Ziel. Aber weil es falsch rum ist, willst du gerade einen Verteiler bauen oder so? Nee, ich mach das schon. Ich habe ja ein, das. Der ist schon richtig angegeben. Also da. Vielleicht andersrum mal probieren. Auch der Winkel passt, sonst würde er mir es ja auch gut anzeigen. Mhm. Er zeigt mir aber nichts an. Und das funktioniert, ne? Jetzt funktioniert es, ist seltsam. Irgendwas wollte er nicht. Hm. Jo, ne? Manchmal. Ja, manchmal hat er das. Jo. Wie viel habe ich denn davon noch? So, ich brauche noch ein paar Zweierplatten. Damit ich den dann. Aber die Produktion könnte jetzt da oben mal anlaufen und dann kann ich hier die Produktion entfernen. Was ist denn das hier für eine Kiste? Ach, das Hub. Hub-Kiste, ja. Ja, warum habt ihr das Hub nicht mehr? Hä? Wie? Das Hub ist ja... Ich habe hier das Hub gerade aufgehoben, also ein Hub. Hä? Ja. Ach so, ich hatte komischerweise zwei Hubs in der Tasche. Ah, okay. Ja. Okay. Das habe ich dann weggeschmissen, weil ich das als ja eher sinnlos ansehe. Aber rein theoretisch könnte man das mal aufheben, falls wir nochmal irgendwo noch eine zweite Base setzen wollen oder so. Für eine zweite Basis ist das ganz nett, ne? Ja, warum auch immer man mal eine zweite in der Tasche hat, also das habe ich nicht kapiert. Ja. Das, also hatte ich auch noch nicht, aber ja. Ja, er baut hier diese intelligenten Platten. Davon brauche ich noch ein paar. Oh. 30? Wie viel brauchen wir denn nur? Das dürfte eigentlich passen. Na, 20, deswegen. Gut. Okay, 3 schmelzen. Dann kann ich da nämlich noch mal 3 schmelzen machen. Ich hab keinen Draht mehr, cool. Ich bin hier permanent nur hin und her am Laufen, wir stellen das Material da holen. Schlimm. Ja, same, ne? Auch da und dort. Ja. Dann sollte das nämlich jetzt wunderbar klappen. Wie weit sind die intelligenten Dinger hier? 48, die. Hey. Wie viel brauchen wir? 50? Oder? Genau. Eher 50. Also noch 50, die 2. Okay. Ja, das geht ja. Gut. Ich gucke mir mal kurz meine Produktionsliste da hinten an, ob das jetzt funktioniert. Ja, die ersten Säcke kommen langsam rein. Sehr gut. So.
Ja. Und jetzt muss ich das eine Produktionslaufband hier erneuern, sonst kriegen wir da auch zu wenig. Das ist sehr wichtig. Mhm. Weil das läuft nur mit 60, aber wir haben ja 120 auf dem Band. New equipment unlocked. Nee, ich brauche schwere Platten. Was da? New object added to the object scanner. Ich muss jetzt mal kurz ein paar bauen. So, Energieschnecken. Bam. Ne, scannen. Mach ich auch mit rein, es sind 2 Minuten fertig. Ja. Produktionsübertaktung können wir auch noch mit reinnehmen. Mhm. Gleich auch noch. Gut, gut. Nimmt langsam Form an hier. Ja. Blätter sind hier noch drinne gewesen. Das heißt, da wo sind Blätter drinne? Da sind Blätter drinne. Man müsste so Tafeln haben, wo man dann beschriftet, was was. Ja. Das, ohne Scheiß, das habe ich mir auch schon so oft gewünscht. Eben für die ganzen Lager, um die zu beschriften, ja. Ja, ja. Oder dass man die Lager direkt beschriften kann, ne? Aber so. Mhm. Das wäre auch noch nett, weißt du? Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch irgendwann kommt. Ja, hoffe ich mal. Also das wäre noch eine schöne Sache. Man kann es grob machen mit so Pfosten, weißt du? Du kannst dem Pfosten ja Namen geben. Und dann kannst du so jeden Lager am Pfosten stellen beim Ausgang und dann musst du eben erst auf den Pfosten gucken. Ja. Ja, auch eine Möglichkeit. Du musst nur dann die Pfosten im Mapping ausschalten, sonst hast du da. Siehst du die nur noch? Ja. Ja. Gut, okay, ich hoffe. Aber. Wie viel habe ich denn jetzt davon? 32 wird nicht reichen, glaube ich. Ich meine, jetzt geht's ja noch, ne? Schlimmer wird's ja wirklich dann am Schluss, wenn du wirklich dann mal alles hast und auch das Computerteile und. Ja, da wird es dann richtig interessant. Ja. So. Scan-Ressource, schön, zack. Ich hoffe, dass ich... Nee, es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Nee. Ich brauche mehr schwere Platten. So, Schwarzpulver kriegen. Läuft deine Fabrik da hinten schon? Nee, ich habe noch nicht damit angefangen, jetzt großartig. Also, die ersten Schmelzen stehen jetzt. Und jetzt baue ich halt. Also, die untere Etage ist eigentlich nur zum Schmelzen da. Also, da kommen insgesamt. Boah, lass mich nicht lügen, aber. Warte mal, 3, 6, 9 Schmelzer auf die rechte Seite und 9 Schmelzer auf die linke Seite. Und die tun nur Schmelzen. Also, da kommen nur Barren raus. Und dann geht es halt weiter, dass. Nächste Etage kriegt dann halt die Eisenplatten. Dann die nächste Etage kriegt dann Eisenstangen und dann kann man da noch Schrauben mit anbinden, beispielsweise, ne? So soll das eigentlich laufen. Also ich hole mir noch mehr Eisenrand. Zwar jetzt 2 Minen, aber da hole ich mir noch mehr. Komm weiter weg. Das Lager genau. Ist leer. Irgendwas läuft hier gerade nicht gut mit dem Metall. Den gucke ich mal. Also, was ist das hier? Das ist ein Sech.
Okay. Der braucht kein MK2-Band. Wenn das nur ein 60er ist. Ja. Ich date das nicht ab, ich lode das ab.